Ja, hallo und seid gegrüßt, meine Mittelalter-Fantasy-Freunde von Dragon's Dogma 2. Ich bin euer Affenkönig Dämlich. Es ist Part 4. Es gibt was Schönes zu gewinnen. Näheres erzähle ich euch gleich im Video. Ich wollte mich erstmal ganz kurz äußern zu diesem Shitstorm-Gedöns. Wer es von euch gehört habt, es gibt Mikrotransaktionen hier im Spiel. Wenn ich hier auf den PlayStation Store gehe, kann man sich da einiges Zeug, Riftkristalle und sowas besorgen, unter anderem dann noch die Sachen von der Deluxe Edition. Muss man nicht machen, braucht man auf keinen Fall. Ich habe mir jetzt eine Sache geholt und zwar, ihr wisst ja, ich habe mir nicht die Deluxe-Version geholt, weil ich immer Spiele auf Disc haben will. Und deswegen habe ich mir einfach nur das Soundpaket geholt von Dragon's Dogma 2. Und das will ich jetzt gleich mal aktivieren. Dann sollten ja einige Sounds wieder aus dem ersten Teil dabei sein. Aber die anderen Sachen, wie gesagt, die brauchen wir einfach nicht. Von meiner Warte aus brauchen wir die nicht. Die Riftkristalle, die Lazarussteine, dieses Lager und was es da alles in der Deluxe Edition gab. War mir alles nicht wichtig, nur der Sound. Weil das fand ich geil. Das habe ich mir jetzt natürlich für 2,99 glaube ich gekauft. Ja, ist viel Geld. Dennoch, die Deluxe-Version wäre eh 15 Euro teurer gewesen, deswegen ist mir das egal. Riftkristall und sowas kaufe ich mir sowieso nicht. Ich danke euch, meine Freunde, für die herzliche Beteiligung an diesem Part, an diesem Let's Play, für diese schönen Gedanken, die ihr mir schreibt und alles andere. Ich kann gar nicht so viel antworten, ich antworte noch auf einiges, seid euch da sicher. Mega, mega geil von euch. Ich liebe euch, meine Freunde da draußen. So, ich habe hier alles eingestellt, aber irgendwo muss nur den Sound sein. Ach, hier. Da ganz unten. Geil. Okay, ersetze bestimmte Musiktitel im Spiel durch Add-on-Musiktitel. Diese Einstellung kann nur in den Optionen im Titelmenü geändert werden. Ach, was? Okay, Leute, da müssen wir nochmal schnell ins Titelmenü. Das wusste ich natürlich nicht. So, zack, schnell zurück. Ja, und ihr könnt bei mir eine Steelbook gewinnen. Wenn ihr unter diesem Part ein paar schöne, nette, geile Kommentare lasst, dann schreibe ich euch dann natürlich an. Und dann könnt ihr ein mega schönes Steelbook von Dragon's Dogma 2 gewinnen. Das sende ich euch dann einfach zu. Nein, ihr müsst dafür nichts bezahlen. Das ist keine Abo-Falle. Ich möchte es einfach nur für meine mega geile Community machen. So. Dann hier, oder? Na klar. Cool. So, Hintergrundmusik ändern und Soundeffekte auch. Okay. Änderung speichern, bitte. Oh, da hören wir es schon. Och geil, Leute. Nostalgische Gefühle übermannen mich. Oh, herrlich. Das ist nochmal remastered, oder? Das ist nochmal schöner gesungen. Oh, ist das schön, dass sie das gemacht haben. Schade, dass das nicht als Vorbestellerbonus so einfach dabei war. Oh, ich muss mal kurz in dem Menü bleiben, weil das so schön ist. So schön. Hm. Obwohl ich es ja erst gehört habe bei Dark Arisen, aber jetzt hier im zweiten Teil die Musik zu haben, die ich über die Jahre so lieben gelernt habe, ist schon wunderschön. Und auch die Sounds, ja, das war derselbe Sound, Leute. Wenn man jetzt praktisch auch auf Bestätigen drückt. Och, geil. Das habe ich mir ja sowas von sehnlichst gewünscht. So, ja, und hier ist meine Truppe, falls ihr euch fragt, Mensch, ihr geht doch schon wieder ein bisschen die Sonne auf. Was ist denn da los, Affenkönig? Ich habe hier in der Ecke, wir müssen ja hier hin. Da sind wir das letzte Mal stehen geblieben. Ich wollte eigentlich hier rum, die seht ihr meinen Marker noch, um wieder ins Lager, um die Quest abzugeben. Und hier ist Melve und hier musste vom Drachen, da hat doch hier in der Ecke was angegriffen. Das gucken wir uns gleich an. Das ist ja dann eh die Hauptquest. Ich habe nur
ein paar Sachen entdeckt. Ich bin hier, habe hier die Karte so ein bisschen aufgedeckt, das seht ihr, und so ein bisschen Loot gesammelt. Unter anderem habe ich ein Lager gefunden, das war in einer Truhe drin. Das können wir uns nämlich gleich mal angucken, habe ich mir selber noch nicht angeguckt. Gegenstände. Aha. Ein paar Sachen habe ich natürlich noch kombiniert und so, aber jetzt nichts da ist. Was? Alltägliche Lagerausstattung. Ausstattung, um an geeigneten Orten ein Lager aufzuschlagen, erfüllt ihren grundlegenden Zweck. Mehr allerdings nicht. Oh, okay. Kann ich das jemand anders geben? Das ist ja sau schwer. Das gebe ich, wenn ich das Niki gebe. Ich könnte es natürlich Duke geben oder Yoko. Duke kann ein bisschen mehr schlagen, dann geht man das in Duke. Dann habe ich hier so ein Käferchen, den hatte ich ja gefunden, da wart ihr ja noch dabei. Ein seltener Käfer, glänzt wie Gold, erhöht das maximale Gewicht, das man tragen kann, um 0,15 Kilogramm, auch für den Hauptvasall. Wenn ich das Ding jetzt benutze, ist das dauerhaft oder nicht? Weil daran kann ich mich auch in Dragon's Dogma 1 gab, ist sowas definitiv nicht. Zwei Lazarussteinsplitter haben wir bekommen von den Vasallen im letzten Part. Und ja, ansonsten hier noch so ein paar Materialien, die wollte ich mir mal angucken. Kupfererz, ein Erz, das in den Bergen und Felsen von Vermont reichlich zu finden ist, kann zur Verbesserung von Ausrüstung verwendet werden. Ein Stück weiches Fell bringt etwas Geld ein. Ach, das war das Kaninchenfell. Bestienhaut, die Haut eines Monsters, kann zur Verbesserung von Ausrüstung verwendet werden. Geil. Ein Knochen, der einst zu einem Monster gehörte, kann zur Verbesserung von Ausrüstung verwendet werden. Oh, und hier sehen wir richtig Koboldhorn. Von Horn. Das abgetrennte Horn eines Kobolds kann zur Verbesserung von Ausrüstung verwendet werden. Geile Sache, Leute. Alteisen haben wir auch noch. Die Versorgernotiz. Den Bogen hatte ich ja ausgerüstet. Ja, ansonsten nichts Besonderes hier gefunden. Und das sind wirklich die Sounds wie im ersten Teil, Leute. Ach schön, okay. Und jetzt wollte ich hier ein bisschen weiter entdecken, meine Freunde. Ich bin immer noch hibbelig wie beim zweiten Part. Tut mir leid, dass das jetzt alles hier so lange dauert. Aber die Parts gehen ja auch extra lange. Ihr wisst, ich mache jetzt hier eine Stunde, nehme ich jetzt hier locker auf. Und ich freue mich einfach. Ich bin gespannt wie Flitzebogen. Jawohl, genau so bin ich gespannt. Oh, hier geht's tief runter. Also es lohnt sich halt im Spiel echt. Zutaten. Na dann sammelt, meine Freunde. Sammelt, sammelt, wenn ihr was seht. Oh, was ist das denn? What? Da kommen wir irgendwo hin. Das will ich mir mal angucken, Leute. Das muss ich jetzt noch mal machen. Bevor wir dahinter bei der Hauptquest, zur Hauptquest gehen. Nee, oder war das nur der Durchgang hier? Ah, hier ist es sehr düster, kann auch sein. So, da kommen wir wieder dahin, wo wir hinwollen. Ich gehe jetzt mal hier zur Brücke. Ob es hier noch was zu entdecken gibt. Come to think of it, our ranks have gone unchanged for a while now. Our combined might is a force to be reckoned with. I say we forge on together for as long as we may. Ja, ist cool, wie sie sich unterhalten, dass sie ja eigentlich zusammenbleiben wollen. Nicole hat gesagt, naja, ich will euch nur daran erinnern, dass wir jetzt schon einiger Zeit hier zu viert so unterwegs sind. Man könnte auch nochmal die Gruppenmitglieder austauschen. Da hat der Hauptvasall gut reden. Der bleibt ja eh bei uns. Unsere Niki bleibt für immer. So, hier was? Vergessene Riftsteine. Was? Tutorial Logbuch ansehen. Vergessene Riftsteine können an verschiedenen Stellen in der Welt gefunden werden. Wenn du einen berührst, wird eines von zwei Ereignissen geschehen. Erstens, der Riftstein wird wiederhergestellt. Du kannst die wiederhergestellten Riftsteine nutzen, um spezielle Vasallen zu beschwören, die anders sind als jene, die an der Stadt beschworen werden können. Zweitens, ein Vasall mit einer hohen Stufe wird beschworen. Ein einzelner Vasall mit hoher Stufe wird beschworen. Und anschließend verschwindet der Riftstein. Du kannst diesen Vasall anheuern, ohne Riftkristalle zu bezahlen. Ach, das ist ja nice. Das heißt, da wird automatisch, das ist neu.
Also Riftsteine hat man im ersten Teil ja auch überall gefunden. Aber dass da jetzt einfach einer beschworen wird, automatisch, wo wir keine Riftkristalle ausgeben müssen, das ist geil. Das sollte ich nutzen, oder? Vorsicht, mein Meister. Ach, hier steht auch noch was. Hier ist noch ein Lager. Cool, bescheidene Lagerausrüstung, okay. Jetzt sind wir natürlich wieder schwer, muss ich das nochmal jemand anders geben? Ah, hier drüben. Da gehen wir jetzt noch nicht hin. Was? Du stehst ja auf einer hohen Brücke und wunderst dich, dass wir höher sind, als du dachtest. Ah, da unten. Wie kommen wir denn da runter? Kommen wir dann wieder hoch? Wahrscheinlich nicht. Ah, da unten liegt was. Seht ihr das? Da glimmst doch was. Was ist das? Ah. Da unten ist auch eine Höhle. Da muss ich runter, Leute. Ha, wie er es gesagt hat, einer meiner früheren Meister hat sich immer nur Frauen mitgenommen. Und er fragt sich, warum und ob ich das wissen würde. Aber wo ist denn jetzt hier der Riftstein? Habe ich den übersehen? Ich dachte, der wäre hier irgendwo. Also hier ist das Lager. Das wird markiert auf der Karte. Auch auf der großen Karte. Ja. Das ist sehr gut. Leute, aber ich muss jetzt den Sprung wagen. Ich bin jetzt so neugierig. Selbst wenn wir jetzt unser Verderben stürzen sollten, ich muss es einfach riskieren. Hier war es, oder? Ja, das mache ich jetzt. So, kein Schaden genommen, also schon mal alles gut. Oh, Now, es. what might that be? We ought to take a closer look. Haha, ja, da war ich mal wieder reichlich dämlich. Es gibt auch hier einen anderen Weg. Aber egal, ist auf jeden Fall wie ein kleines Secret. So, was ist das erstmal, was hier so liegt? Oh! Heieiei. Suchermedaillons. Ah, cool. 240 dieser Medaillons sind über das Land verteilt, an abgelegten und unvermuteten Orten versteckt. Bringe sie zu einer Gildenhalle und du erhältst mitunter besondere Belohnung, wenn deine Sammlung wächst. Du darfst keinen Stein unberührt und keinen Winkel der Welt unerkundet lassen, wenn du deine Sammlung vervollständigen willst. Okay. Hat man im ersten Teil auch so, auch schon, da gab es verschiedene Suchermedaillons zum Finden. I shall have to inform my own master of this. Ja, da sollst du deinen Herrn mal informieren darüber. Aber ich dachte, hier vorhin von oben sah das so aus, als wäre hier so ein Höhleneingang. Leider Fehlanzeige, aber somit können wir unsere Hauptquest mal weitermachen. My pack's grown rather heavy. If you feel overburdened, mayhap I could carry some things for you. So, das gebe ich jetzt aber auch noch mal ab. Das bringt ja nicht, wenn ich das schwere Lager hier als Bogenschütze mit mir rumschleppe. Wo war das denn? Da war das. So, was steht denn hier? Ausstattung, um einen geeigneten Lager aufzuschlagen. Preiswert und leicht. Kann bei Angriffen von Monstern aber schnell zusammenbrechen. Ach, okay. Ist dasselbe wieder. Dann gibt man das Yuko. So, und so sind wir alle Mittel beladen. Und jetzt aber ab zur Hauptquest. Da kann ich jetzt ja eigentlich auch hier hinten lang gehen. Welcher Weg war das denn? Aber die muss man erstmal finden, die Suchermedaillons. Die sind jetzt auch nicht so irgendwie golden, dass man die sofort entdecken könnte. Grünlattig, gefällt mir. Ach so, nee, das ist der falsche Weg. Wir wollten ja das Pferd von hinten aufzäumen. Sozusagen. Und das machen wir jetzt auch. Es ist ja am Tage und ich habe das Gefühl, wir waren ja nicht allzu lange in der Nacht und ich habe ja wirklich nur zwei Truhen noch gesucht und gefunden in eurer Abwesenheit.
Und das wundert mich, dass es dann schon wieder Tag geworden ist. Ich würde fast behaupten, dass der Tag-Nacht-Zyklus etwas kürzer geraten ist, also dass die Nacht nicht mehr so lang ist wie im Erstlingswerk. Aber ihr könnt mich auch kreuzigen, wenn ich mich irre, schreibt es mir gerne in die Kommentare. So, in der Nacht sollten ja auch keine Skelette rumschlummeln. Dort hoch würde ich so gerne noch. Und Welcome to dort take oben whatever wurde you der want from Greif my abgeschossen, blackmaster. glaube ich. I'd gladly see you put what I find to good use. Oh! Nee, das ist das dritte Wildschwein. Nee, das wollten wir leben lassen. Kann ich eigentlich den Schuss abbrechen? Ja, mit L2, sehr schön. So, dann gehen wir mal. Hier nein, wa? Kann ich die läuten, die Glocke? Ich bin da! In Anbetracht der jüngsten Flut an Monsterangriffen wird der Ochsenkarrentrieb bis auf Weiteres eingestellt. Ja, das ist eine gute Idee. Die werden dann nur auseinandergepflückt und gemeuchelt, die armen Ochsen. Und die Ochsen, die sie begleiten. Das war definitiv Grigori Melve. Wird das ausgesprochen? Einfach nur Melv oder Melve? Ich finde, Melve klingt cooler. So, hier haben wir wieder den Händler mit dem beachtlichen Schnauzer. Ist das derselbe? Ne, ist ein anderer. Sei du auch gegrüßt, mein Freund. Kann ich von dir ein bisschen was Geiles erwarten? Ich kann die auch beschenken, gell? Dann kriegen wir auch noch mal richtig vielleicht ein paar Bonusse und ein paar Erlasse auf Preise. Ein Ring der Macht verleiht, wenn der Geist des Trägers mit seiner Magie resoniert, erhöht die Stärke. Ein Ring der Macht verleiht, wenn der Geist des Trägers mit seiner Magie resoniert. Also ist das eher was für Magier? Oder was? Ring der Entschlossenheit. Ein Ring mit einer geheimnisvollen Kraft, die den Geist belebt. Der Träger wird weniger häufig niedergeschlagen oder ins Wanken gebracht. Das ist natürlich für unseren Charakter eigentlich ganz gut, weil wir ja so Schnittlauch sind. Von der Schnittlauchalm kommen wir. Giftpfeile, Wasserpfeile, auch geil. Aber die sind so teuer. 9 Pfeile 2000. Das sind ja Wucherpreise, mein Freund. Fulminanter Schild. Ah, die gibt es auch wieder, die Grimoire, wo man einmaligen Zauber wirken kann. Die sind halt nur, die sind dann ja weg. 5000. Huiuiui. So was anderes hat er nicht anzubieten. That's just as well. Better to be selective than wasteful. Gold is a resource best spent judiciously. Ja, genau, man sollte sehr vorsichtig sein mit seinem Gold. So, mal Anlauf nehmen. Geronimo! Weil hier können überall solche Suchermedaillons natürlich liegen. Aber hier hat der Drachen ja richtig gewütet. Der hat ja alles zu Klump gehauen. Das ist auf jeden Fall der Drache Grigori. Ja, wir wurden irgendwie unseres Verstandes beraubt. Also irgendwann muss ja die Erinnerung wiederkommen, dass wir der Erweckte sind. Und der Drache selber will uns ja anscheinend auch dran erinnern. Die Frage ist, wer sitzt da auf den Thron? Was ist das von Halunke? Ja, ich hab's vergessen. Also ich weiß es noch als Affenkönig dämlich, aber mein alter Ego. Das war doch gerade die Greifentöterin. Mit der habe ich noch ein Hühnchen zu rupfen oder ein Greif zu rupfen. Da ist er. Boah.
Das ist Grigori. Ja, komm her mit deinen Kraxeln. Immer schön rein in den großen Onkel. Aber krass. Krass, Leute. Can you hear me, sir? Sir, stay with me. Ja, jetzt sehen wir endlich mal, wie es passiert ist. Wer uns unseres Geistes beraubt hat. Sie hat uns komplett gepflegt und gehegt. Wieder zusammengeflickt. Thank goodness. How are you feeling? Okay, ich würde sagen, das ist jetzt erstmal mit ihr Quid pro Quo. Sie hat den schönen, wunderschönen, majestätischen Greifen abgeschossen, auf dem wir saßen. Aber dafür hat sie uns das Leben gerettet. Tja. Das nenne ich mal ein verwebtes Schicksal. Den Himmel sei Dank. Wie fühlt ihr euch? This is the second time I've watched over you like this, isn't it? Ja, das ist das zweite Mal, dass sie so über uns gewacht hat. Ich weiß ja nicht. Ja, sie scheint ja aber irgendwie eine Anführerin zu sein. Then have you forgotten that you protected me from the dragon's flames? Ja, stimmt, wir haben sie vor dem Feuer beschützt, aber wir wissen es ja nicht mehr oder der Charakter. You withstood the fire in my stead and were well and truly charred. It was terrible. I had thought your life forfeit. I could not hear the beating of your heart. You hung on and by some miracle survived. Ja, der Drache hat uns das Herz geraubt. Wir haben keinen Herzschlag mehr. Und sie dachte, wir wären hops gegangen. Aber wie im ersten Teil, der Arisen hat sein Schicksal zu erfüllen. Ja, ich bin wohl erweckt worden. Arisen? I'm afraid I don't understand your meaning. Wie sie guckt, geil, die Mimik. Ja, sie weiß nicht,
Also kennt sie nicht den Erweckten, aber in der Welt kennt doch die Leute den Erweckten. Does it have aught to do with why you were taken to the castle? They said 'twas so that your wounds could be treated, though I fear you have no memory of this either. Aber wir wurden direkt zum Schloss gebracht. Hä? Has he come for you? We are to part so soon, then. Mayhap you will visit me again someday. Till then, take care. Arisen. Ach, jetzt weiß wo doch. Excellent. You must be the one. You match my soldier's description. I'm glad I found you. Ja, ich bin auch froh, dich gefunden zu haben. Ich passe auf die Beschreibung. Sehr schön. Currently convalescing in the capital, became arisen here in this very village. If you claim the same, then word must be borne to the capital. Ah, okay. Also sitzt wirklich jemand anderes auf dem Thron und wir behaupten ja praktisch. Ja, wir behaupten es nicht, wir sind ja da Arisen und das haben die Leute ja gesehen. Ja, jetzt muss das erstmal geklärt werden hier. Dispatched a missive before coming here, though I doubt the matter can be settled without your presence. Would you be willing to accompany me to the capital? If you truly are Arisen, you will be received with open arms. Ja, wir sollen ihn zur Hauptstadt begleiten und wir würden mit offenen Armen. Oh, but forgive me. Willkommen geheißen, wenn wir da Arisen sind. I would not depart without them. We shall have to wait till they are reassembled. Come to think of it, Sir Leonard was asking after you as well. Mayhap now would be a good time to speak with him. Last I saw, he was having a drink at the inn. Okay, wir sollen noch Sir Leonard treffen, der im Gasthaus ist. Someone must have the answers we seek. If we ask around, we might just find them. Okay, meine Freunde, jetzt sind wir ja hier auf einem ganz anderen Ort. Und reisen können wir wahrscheinlich nicht. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Jetzt würde ich am liebsten nochmal laden. Aber das wird ja anscheinend nichts. Wir schauen uns erstmal um hier. Wir müssen ja nicht gleich zur Hauptstadt gehen. So, was machst du hier? Putzt du hier eine alte Steinwand sauber? Bist du noch ganz glatt oder was? Die muss doch schön normal altern, mein Freund. You a traveler? Well, I'll not pry, but I can tell you've a strong arm. Ich hab einen starken Arm. I used to be a sellsword, see? Time was, I spent every waking moment perfecting my skills. Ach, er war mal Söldner. Anything like me, once you've reached the pinnacle of your vocation, they'll be able to teach you a skill of incomparable power, if properly persuaded, that is. Ja, stimmt, es gibt auch in diesem Teil Meister, von dem man dann neue Fähigkeiten lernt für seine Laufbahn. Das hat er uns gerade noch mal erklärt. Well met. Looking to make a purchase. Ich grüße dich. Was hast du im Angebot? Beefsteak. Oh, die hat auch leckere Sachen. Dörrfleisch. Ein Bestienrippchen, das getrocknet wurde, um seinen Geschmack zu verbessern, stellt eine ansehnliche Menge an Gesundheit wieder her. Nom, 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 nom. Trockenobst, uiuiui. Ein Stück Obst, das getrocknet wurde, um den Geschmack zu verbessern, stellt eine ansehnliche Menge an Gesundheit wieder her. Ja, das könnte ich mir auch vorstellen, wie so schöne Gemüsechips. Gibt es ja auch die eine oder andere Sorte, die ganz geil ist, wie zum Beispiel Süßkartoffel. Oder Pastinake, glaube ich, war auch geil. Ansonsten hat sie den Ring der Ablenkung. Ein Ring der Macht verleiht, wenn der Geist des Trägers mit seiner Magie resoniert. Verringert durch die Hiebangriffe erlittenen Schaden. Ui, der ist geil. Aber leider haben wir einfach noch nichts. Reden wird sie nicht mehr wollen, wa? Nee, die sind nur rein zum Verkaufen da.
Aber wir sollen ja eh mal rumfragen, ob der Leonard noch im Gasthaus ist um die Uhrzeit. So, die hat uns nichts zu sagen. Wie sieht's mit dir aus, mein Freund? Nee, der hat auch nichts zu sagen. Was machst du da? Da klöppelt irgendwas. Was ist das denn? Ist das Fleisch? Ja, da klopft hier das Schnitzel. Und dann wird das hier reingeknallt in den Kessel. Aber wenn ich mir was mitnehmen könnte. Tut euch mal die schönen Rüstungen an, wie geil modelliert die sind. Ach, ich schweife schon wieder ab. Ich weiß, Freunde, wenn ich einmal dann im Flow drinne bin, aber erstmal will ich alles entdecken und nämlich aufsaugen. Jetzt macht er hier weiter. Tja, hoffnungsloser Fall, der Kerl. Aber er wird ja dafür bezahlt. Ich meine, warum nicht? So, kann ich hier was kaputt schlagen? Nee. Drachenwehr. Oh, hier gibt's geile Sachen. Hier gibt's doch bestimmt auch. Irgendwo steht hier doch garantiert ein Soldat. Und wir sind immer noch barfuß unterwegs, dass uns hier niemand irgendwie mal schöne Klamotten angeboten hat. So, eine Kiste haben wir hier nicht. Auch ein schönes Detail, wie die Musik in Innenräumen ein bisschen leiser wird als draußen. Und hier ist eine Leiter, kann man da einfach, ja, funktioniert so wie im ersten Teil, einfach dran laufen. Vorsicht, Niki, ich will immer noch ein Stückchen weiter noch. Vielleicht gibt es ja auch noch einen Suchermedaillon zu finden. Wenn wir schon einmal da sind. Ah. Kampfbogen, hui, geil, das hat sich ja schon mal gelohnt. Ah, da ist auch noch eine Kiste, Leute. Ja, das ist geil. Das haben sie wirklich gemacht, wie im ersten Teil. Da muss man sich schon ein bisschen durchfuchsen. Man kann ganz viel entdecken und suchen. Und ist das der Turm, der unseren Greif abgeschossen hat? So, Winkel absenken. Kann man jetzt hier irgendwelche Sachen kaputt machen? So, ich stelle das Ding erstmal nach unten. Winkel anheben, Winkel absenken. Aber mehr kann ich nicht machen, oder was? Wo schieße ich denn? Vielleicht kann man ein Loch in den Berg schießen. Oh, geil. Sehne spannen. Oh, wie lang das dauert, Leute. Ist das genial, Leute. Ist das geil. Guckt euch mal den... Guckt euch den View an. Davon muss man doch mal... Wird schon mal ganz kurz in Fotomodus gehen. Und mal so ein bisschen rauszoomen. Das sieht ja... Das sieht ja mega geil aus, oder? So, wie kann man jetzt hier... Hilfe? Nee, Hilfe nicht. So. Kann man mal hier rumgucken. Oh, sieht das geil aus. Ach, guck mal, die Niki. Ach, die Vasallen, die helfen unten noch mit. Zumindest die Niki hilft, den Winkel einzustellen. Das ist ja ein nettes kleines Detail. Nee, und der Duke steht auch unten und macht noch irgendwas. Ist das cool. Das ist ja wirklich richtig, richtig cool. Ja, geil. So. Da fliegt auch ganz schön weit hier. So, wir haben es mal benutzt. Das, was man gesehen hat. Aber was anderes war hier oben jetzt nicht versteckelt. Nee. Gut, dann versuchen wir mal, in das Häuschen da reinzukommen. Bahnen wir uns den Weg wieder nach unten. Oh, hier die Leiter runter, zack. Mit Kreis kann man dann auch rutschen, ähnlich wie in den Souls-Spielen.
Und da unten gibt es auch ein paar Ingredienzien, aber ich möchte hier ran. Dreschende Glut, Pfad des Winters, Herr der Blitze. Geil. Pfad des Winters kenne ich noch aus Dragon's Dogma 1. Schöner kleiner Zauber. Genau, ihr könnt hier unten mal das Zeug einsammeln. Sehr schön, das ist auch nützlich. So, hier tun sie schön heizen. Eklig. Mensch, da hat wieder der Kohl verheizt. Da soll doch das Holz nehmen. Das war bestimmt der Willi. Willi Brandner. Beruf Brenner. Sowohl mit Alkohol als auch mit Holz und Kohle. Oh, ein Tränkchen. Ja, man kann auch aus Wohnhäusern in Dragon's Dogma alles entnehmen, was nicht nied- und nagelfest ist. Zumindest war es im Erstlingswerk so. Vielleicht ist es hier genauso. Ja, jetzt haben wir schon 14 Stück. Da habe ich uns auch noch ein paar kredenzt. In eurer Abwesenheit, damit wir da genug haben und nicht jetzt so viel kaufen müssen. Oh, jetzt sehen wir uns ja früher wieder als gedacht. Ja, aber die Verbrennungen sind ziemlich schnell regeneriert, gell? Ja, Melve ist schon... Also sie ist auf jeden Fall sympathisch. Das kann man schon mal sagen. Oh. Eine richtig geile Kiste. Geil, Leute. Jetzt haben wir auf jeden Fall einmal Wiederbelebung und dann noch einen Splitter extra. So, hier stehen die Kartoffeln, Weintrauben, Kürbis für Halloween natürlich. Alles ist da. Na dann, wieder raus. So, dann hätten wir diesen Bereich vollständig geklärt. Hat nur 20 Minuten gedauert. Riftstein ist auch da. Shall we take a closer look? Ach geil, Leute, auch im Rift-Menü ist es dieselbe Musik wie bei Dragon's Dogma 1. Legolas, grüß dich, mein Freund. Ja komm, der sieht aber auch aus wie Legolas auf Wish bestellt. So, Donner. Kann ich da meine Kämpferin entlassen? Ich möchte mal kurz was schauen. Wenn ich jetzt suche, nach Vasallen suchen. Vasallen von Freunden. Da ist Spock. Sehr schön. Ace ist auch da. Geil, es funktioniert. Also Ace könnte ich mir theoretisch holen, Vasall beschwören. Dann würde ich sie entlassen. Sie hat uns gut gedient, die Glynn. So, was gebe ich ihr damit? Komm, ich bin mal spendabel. Es gibt grünleitig. Drei gereiste Tage. Es kam mir noch vor wie einer. Kann das sein? Na gut, vielleicht, weil wir jetzt auch im Koma lagen. Ich danke dir, Yoko. So, wo ist Ace? Ach, ist auch eine Dame. Dann bin ich ja... Ne, gut, nee, wir haben ja noch einen Duke mit. If 'tis discipline your company lacks, I can provide. So, dich nehmen wir mit. Auftragswissen. Shall we discuss tactics now or later? Sie ist auch sehr groß, das ist schon mal gut. Gut für uns. So, das wollte ich nur schnell mal wenigstens erledigt haben. Wollt ihr in die Offizien?
stuff on my account. Ach, die Flora. Schön. Gibt's auch wieder Kinder. Oh nein, ich hab mich nicht verlaufen. Ihr müsst euch wegen mir keine Sorgen machen. Ich bin eine Drogistin in Ausbildung. Wisst ihr, meine Familie betreibt einen kleinen Laden in Werneuf. Ich hörte von einem Medikament, das es nur in diesem Dorf geben soll. Also kam ich her, um mir davon etwas zu besorgen. Ich bin den ganzen Tag und den ganzen Weg alleine gereist. Aber nun ja, wie das Glück eben so spielt. Ich habe nicht genügend Gold für das Medikament. Es wäre wirklich schade, mit leeren Händen zurückzukehren zu müssen, nachdem ich den ganzen Tag hierher gekommen bin. Aber was soll ich jetzt tun? Komm, ich biete dir Hilfe an. Was? Das würdet ihr tun? Ihr würdet das Medikament für mich besorgen? Seid ihr wirklich sicher? Oh, ich wäre euch zutiefsten Dank verpflichtet. Scheinbar hat mich das Glück noch nicht verlassen. Ha, schön. Ich werde hier auf euch warten. Vielen Dank für eure Freundlichkeit. We could make the fruit rubber and ourselves, or simply purchase some at Rune's apothecary here in Melv. Ah, Fruchtroborant. Wir haben doch schon ein paar Sachen gemacht. Bin ich mir doch sicher. Gehen wir mal auf Kombinieren. Rezepte benutzen. Was haben wir denn? Hatten wir nicht irgend sowas in der Richtung schon gemacht? Nee, mächtiges Roboranz. Roboranz. Ich weiß nicht, wie ich es aussprechen soll, wie es sich wirklich mal ordentlich anhört. Jetzt müsste man natürlich wissen, wie man das zusammen kredenzen können mit was. Gereifter Uferfisch und noch ein gereifter Uferfisch. Oh, gibt Trockenfisch. Das machen wir mal. Was haben wir hier mit dem Bestienrippchen? Dörrfleisch. Auch gut, weil sonst wird uns das Inno schlecht, das Zeug. Dämmerungskraut. Hackfleisch, Roborans. Ein medizinisches Granulat aus Hackfleisch. Stellt eine große Menge an Gesundheit wieder her. Cool. Roggenroborans. Ein medizinisches Granulat aus einfachen Fischeiern. Stellt eine große Menge an Gesundheit wieder her. Und mit Erwurz. Entgiftender Sud. Den würde ich mal herstellen. Löschsirup. Ein Medikament, das kühlende und feuerlöschende Elemente enthält. Wird verwendet, um Verbrennung zu heilen. Ah, Mist. Ich kann aber nicht den... Das Geforderte kann ich leider nicht herstellen. Wasserfall könnten wir uns noch machen. Aber alles andere wird nischt. Gut, da müssen wir gucken, ob wir das irgendwo kaufen können. Gehen wir mal rein. Ah, well met. Here for some fruit roborant, are we? Ja, das bin ich. Ich kann ja auch noch was verkaufen, ist ja jetzt nicht das Problem. 600. Junge, 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 Junge. Das Blöde ist, ich weiß ja dann immer noch nicht, wie ich es herstellen kann. Kann ja sein, ich brauche einfach nur irgendein bestimmtes Kraut. Und dann könnten wir das selber herstellen. Aber er hat jetzt auch nicht irgendein Kraut im Angebot, wo ich sage, ja, offensichtlich, das können wir kaufen. Aber vielleicht finden wir noch was unterwegs. Das Geld ist erstmal wichtiger. Der Auftrag ist ja nicht verloren. Wir haben ja viel Zeit, uns hier die Zeit zu vertreiben. Das ist ein Gasthaus. Well met. You're the one who saved. Ach, da ist er, unser Leonard. Seid gegrüßt, ihr seid derjenige, der Ulrikas Leben gerettet hat, nicht wahr? Sie hat mir alles darüber erzählt, ihr habt da etwas sehr Mutiges getan. Ich stehe in eurer Schuld, Ulrika ist wie eine Tochter für mich. Hier, betrachtet das als ein kleines Zeichen meiner Dankbarkeit. Nun, sagt mir, seid ihr bei der Gilde registriert? Vielleicht wisst ihr das bereits, doch eine Gilde ermöglicht euch Zugang zu spezialisierten Training, welches sich als sehr nützlich erweist, wenn ihr eine Laufbahn einschlagt. Nun, so geht das aber nicht. Ihr müsst bloß mit dem Wirt reden, um euch zu registrieren. Macht ruhig, es wird nur einen Augenblick dauern. Falls es etwas gibt, das ihr über die Laufbahn wissen möchtet, kann ich euch vielleicht beraten. Da kenne ich mich ja soweit aus, das werde ich jetzt nicht erstmal machen. Na also gut, gibt ohnehin keine falsche Wahl. Es liegt ganz bei euch, welche Laufbahn ihr einschlagt. Doch, ich werde eure Zeit nicht noch mehr beanspruchen. Gehabt euch wohl.
Okay, Meisterlehre. Die Meisterlehre ist die mächtigste Fertigkeit, die in jeder Laufbahn erworben werden kann. Eine Meisterlehre zu lernen erfordert die Anwendung eines speziellen Buches, welches du erhältst, wenn du den Laufbahnmeister mit deinem Können beeindruckst. Doch das wahre Potenzial dieser Fertigkeit kann nur von jenen realisiert werden, deren Laufbahnrang hoch genug ist, ja. Ah, geil. Jetzt hört sich das auch alles an wie in Dragon's Dogma Dark Arisen. Ich werde immer mal hin und her wechseln, weil die Sounds vom neuen gefallen mir auch gut, aber bis jetzt lasse ich noch mal die alten Sounds. So, Laufbahnänderung braucht man nicht. Beim ersten Rasten kostet es ja nichts, deswegen werden wir das jetzt nicht verschwenden. Laufbahngilde. Fertigkeiten erhalten, ausrüsten. Weil ich habe mich doch schon verbessert in der Laufbahn. Kann ich schon was Neues lernen? Oh ja, mehrere Sachen. Okay, wir haben den Schnellschuss. Der ist natürlich eigentlich ganz geil. Feuert Pfeile in rascher Folge, was konzentrierte Attacken auf ein einzelnes Ziel ermöglicht. Kann in der Bewegung verwendet werden, was eigentlich nicht schlecht ist. Fächerschuss. Feuert Pfeile keilförmig, wodurch mehrere Ziele gleichzeitig getroffen werden können. Ja, da bin ich immer nicht so der Freund von. Ich konzentriere mich immer gerne nur auf ein Ziel. Klar, wenn jetzt ganz viele Goblins kommen, ist das sicherlich eine gute Wahl auch. Wie viele Disziplinpunkte haben wir denn? 500. Wir müssen ja für Niki auch noch was kaufen. Es gibt ja immer Laufbahn, das ist klar. Dann haben wir die Waffenfertigkeiten an sich. Die Kernfertigkeiten, wie zum Beispiel Sprungtritt. Och, geil. Der ist geil. Wie so ein Dropkick. Abschiedsschuss. Ah, das finde ich noch geiler. Den werde ich mir holen. Den Abschiedsschuss. Feuert einen Pfeil, während der Anwender zurückspringt, nachdem er einen Sprungtritt oder einen Fronttritt in der Luft ausgeführt hat. Ah, okay, also könnte man die kombinieren. Dann bleibt für die Niki ja nichts mehr über. Ich würde mir gerne Blitzregen, das würde ich mir gerne holen. Was ist Schutz? Beschwört eine Ansammlung magischer Energie, die bis zu 3 Angriffe von Zielen blockiert. Oder wir gehen erstmal auf den Schutz. Das ist vielleicht auch nicht verkehrt. Weil vorrangig ist ja erstmal das Heilen wichtig. Gunst des Feuers. Ach geil, da können wir unsere Waffen wieder verzaubern lassen. Waffe mit Feuer, Feuerbogen ist natürlich eine Macht. Dann machen wir das erstmal. Für die Niki das. Ja, bitte ausrüsten, sofort. Brand, passt. Gunst des Feuers, hier macht sie ihren Feuerzauber, gell? Dann machen wir das auf die gegenüberliegende Seite. Genau. So, und bei mir wird es dann... Dann wird es vielleicht doch eine andere Fertigkeit werden. Was haben wir noch? Schreckenspfeil. Feuert einen verheerenden Schuss, der kleinere Ziele umwirft. Mit ruhiger Schuss werden Pfeile noch mächtiger, wenn sie in dem Moment gelöst werden, in dem der Bogen voll gespannt ist. Das ist natürlich auch cool. Explosionsschuss. Ach nee, wir haben für beide dieselben Disziplinpunkte. Ach, bin ich blöd. Dann können wir uns ja doch mehrere Sachen kaufen. Gut, dann mache ich auf jeden Fall die zwei Sachen hier. Sprungtritt und Abschiedsschuss. Das finde ich einfach geil. Okay, also mit Dreieck erst den Sprung machen. Und dann mit Viereck schießen. Das ist praktisch. Macht jetzt nicht so viel Damage, aber ist halt eine coole Ergänzung, finde ich. Hinterhalt. Fähigkeiten entfernen. Das kann man noch nicht machen. Kernfertigkeiten. So, da haben wir hier erstmal nichts mehr, aber die Niki kann noch was machen. Fokussierter Blitz. Schießt eine kondensierte magische Explosion ab, die je nach aktivem Zauber verschieden ist. Ja, nicht schlecht. Schnellzauber. Beschleunigt Zaubergeschwindigkeit erheblich. Der Einsatz erhöht den Ausdauerverbrauch. Ah! Nee, da gehe ich lieber nochmal auf eine andere Fertigkeit. Das können wir noch nicht machen. Also lese ich mir das auch noch nicht durch. Dann würde ich noch den Blitzregen machen. Blitzregen bitte ausrüsten. Jawohl. Und als nächstes den Schutz auf jeden Fall. Geil!
Leute. Dankeschön, mein Freund. Das war's auch schon. The safer the roads, the heavier my pockets. Ja, das stimmt. Umso schwerer die Taschen. Alles klar, mein Freund. Ach, es ist aber auch schön eingerichtet. Die Liebe zum Detail hier. Leute, ich weiß. Lasst ja nicht so viel Zeit auf den König dämlich. Aber guckt es euch doch einfach nochmal an. So, this is where you've been. Come with me to the village entrance. Oh, Dahlia. Hier seid ihr also gewesen. Kommt mit mir zu dem Eingang des Dorfes. Der Wachleiter wartet auf euch. Ja, aber das muss ich jetzt noch nicht machen, oder? Mit ihr hier mitkommen. Ich habe ja noch ein paar andere Sachen zu erledigen. I'll go and open the chest. Wo war jetzt hier die Truhe? Man soll ja auch viele Leute anquatschen, weil es gibt überall was zu entdecken. Ach, was ist denn hier los? Grüß dich, Jon Snow. Oh, da drinnen hängt doch Knoblauch und die Tomaten. Ja, ich würde auch gerne erstmal ein paar Monster schnetzeln. Funktioniert jetzt hier aber nicht. Aber schwer auch nicht 3000 Quests hier annehmen. Aber in die Häuser muss ich trotzdem erstmal reingucken. Oh, da haben wir Geld. Man kann das ja alles mitnehmen. Ich bin kein Dieb, meine Freunde. Die schenken uns das, weil wir sind ja der Erweckte. Oh, und der Knoblauch. Ich kann förmlich schon riechen. Oh, und rote und Gemüsezwiebeln. Ah, was für ein Geruch. Herrlich. Okay, der hat garantiert auch eine Quest. Haben ganz viele Leute Quests für uns. Aber wir suchen jetzt erstmal Ingredienzien, um vielleicht für das Mädel erstmal den Fruchtroboranz herzustellen. Die Leute können wir immer noch befragen. Ah, guck mal, da klopft auch wieder schön Fleisch. An jeder Ecke wird hier gekocht und gemacht. Streck dich erstmal schön. So, und hier hat die Zerstörung schon angefangen. Da unten ist ja dann eh alles sehr karg. So, kann ich die hier kaputt machen? Ja. Da wird doch auch in der einen oder anderen was drin sein, logischerweise. Aber hier schon mal nicht. Schöne Drehtüren überall eingebaut. So gehört sich das. Ich will nämlich dann auch nochmal auf die Dächer klettern. Da gibt es auch oft was zu finden. So, hier nicht. Oh, okay, da hat er sich gerade nicht gehalten auf dem Strohdach. Und manchmal war auch hier in solchen Regalen auch oft was Schönes, Kleines zu finden, was einem weitergeholfen hat. Sehr schön, Wegpuder. Wo ist sie denn jetzt schon wieder reingegangen? Hier rein? Ah, hier gibt es auch noch was. Trockenfleisch. Oh, und da ist auch noch mal Geld. So. Jetzt hätten wir theoretisch auch schon so viel Geld gesammelt, dass wir das auch kaufen könnten. Noch mehr Trockenfisch. Wein. Wie sie immer alle gleich in die Bude mit reinrammeln hier. Das tötet gleich wieder voll. Da kommt gleich Party-Feeling auf hier drinnen. Los! Holt die Tröten raus. Party-Feeling. Yes. Do we have business? Nee, wir kennen uns nicht, mein Freund. Wollt nur mal Hallo sagen. Ich bin ein sehr offener Mensch. Hat der noch was zu sagen hier? Well, I'll not pry, but I can tell you've a strong arm. Ach so, das ist der von vorn. I used to be a sellsword. Stimmt, er war ja mal Söldner. Beschäftigt. Die Frau kehrt einen schönen
Schlamm und Dreck zur Seite. Wenn es wieder regnet, liegt alles wieder da, Ulrike. Und den Strohhaufen konnte man auch immer schön was finden in den alten Teilen. Makabere Statuen und so weiter. Ihr erinnert euch sicherlich. So, da können wir jetzt erstmal runtergehen. Ins Inn müssen wir ja nicht. Der hat auf jeden Fall noch was für uns hier. Ich will nur gucken, dass ich ja nichts übersehen habe, weil es könnte natürlich auch ein bisschen mehr leuchten, das Loot, aber eigentlich ist es ja auch ganz cool so. Im Nachspiel des Drachen. Okay, wir müssen entscheiden, was am wichtigsten ist. Wir können nicht alles mit einmal machen. Das stimmt natürlich auch wieder. Wäre ja auch irgendwo Quatsch. Was machen wir denn zuerst, meine Freunde? Ja komm, ich hole jetzt das Ding. Da haben wir wenigstens die Quest abgeschlossen. Wir haben jetzt 600 G gesammelt. Den Bogen. Könnte ich noch mal schnell gucken. Ich hatte doch einen schönen Bogen gefunden. Ob der nicht vielleicht sogar besser ist als unser jetziger. Nee, hat auch 114, ist so ganz normal. Also können wir den auch noch einmal verkaufen. Mal gucken, was wir da noch dafür kriegen. Was Kleines muss doch für uns rausspringen. Ah, well met. Here for some fruit roberant, are we? Können wir denen was schenken hier? Between you and me, guys, they're mighty easy to make. Zwischen uns gesagt, die sind eigentlich ziemlich einfach herzustellen. Einfach nur die Zutaten kombinieren, falls man sie kennt. Ja, das meine ich ja. Aber ich muss eben erstmal wissen, die Zutaten. Aber da wir ja auch noch wichtigere Sachen zu tun haben, kaufe ich sie jetzt einfach mal. Einmal. So. Und zack. Haben wir die gekauft? Dann verkaufe ich meinen Bogen hier. Den normalen Kampfbogen. Bitte schön, Dankeschön. Wie viel kriegt man dafür? Steht das irgendwo? Ich sehe es nicht. Verkaufen zweimal ist ja Quatsch. Oder obwohl. Nee, vielleicht können wir den noch verbessern. Und zu was Besseren machen. So, jawohl. So, dann gebt mir der Kleine das. Hallo nochmals, mein Herr. Sagt, habt ihr mir das Fruchtroberanz mitgebracht? Na klar, hier heißt es. Oh, so sieht es also aus. Wunderbar. Hab vielen Dank, mein Herr. Ich habe euch im Gegenzug nicht viel zu bieten, aber ich werde Großvater erzählen, was ihr für uns getan habt. Ich bin sicher, er wird euch angemessen belohnen wollen. Yes! Yes! Geil, meine Freunde! Und so haben wir es geschafft. Die fruchtende Medizin wurde überliefert. Der Affenkönig dämlich ist zufrieden. Ich bin immer noch... Leute, wirklich... achtet nicht auf diesen ganzen Kram, der da im Internet geschrieben wird über Shitstorm und sonst irgendwas. Wir müssen in diesem Spiel nichts kaufen. Ja, Capcom hat einen Fehler gemacht. Jeder macht mal Fehler, auch Entwickler. Vielleicht haben sie es auch deswegen gemacht, weil der erste Teil sich so schlecht verkauft hat. Und sie gesagt haben, Mensch, dann, wenn der sich auch nicht gut verkauft, haben wir noch so ein bisschen kleines Geld extra. Aber wie gesagt, das sind keine Must-Have-Gegenstände. Und man kann seinen Charakter auch im Spiel verändern. Man kann... Die Riftkristalle findet man auch an jeder Ecke, also macht euch da keinen Kopf. Ich wünsche euch auf jeden Fall was, meine lieben Freunde. Gehabt euch wohl. Das war Dragon's Dogma Part 4. Denkt an den wunderschönen Kommentar, den ihr mir schreiben werdet, damit ich euch in den Lostopf werfen kann für die Steelbook. Und ich verkünde das dann im Part 5, wer die Steelbook, oder im Part 6, wer die Steelbook bekommt. Macht's gut, meine Freunde. Ich schreibe euch dann an. Ciao, euer Affenkönig.